Hi. Was mache ich denn jetzt? Moment, ich habe ihm einen roten Bart angemalt. Ich habe doch rote Farbe. Kann ich ihr auch einen roten Na, Bart dann malen? wollen wir die Ähnlichkeit mal herbeitricksen. Natürlich kann ich ihr einen roten Bart malen. Natürlich. Also da ist er so pingelig, dass ich aber ein kleines Plüschlama bin. Das interessiert ihn gar nicht. Hallo, wir sind die. Incredible Llamas. Ich fass es nicht. Ihr habt es tatsächlich noch rechtzeitig geschafft. Los, los, rein mit euch. Alle warten schon. Abgefahren. Die Incredible Llamas. Endlich mal live. Mist. Ich muss ja hier draußen Wache schieben und kann sie nicht sehen. Wo hat er die Stöckelschuhe her? Und deshalb müssen wir alle Gegner unseres totaldemokratischen und wohlmeinenden Lama-Regimes, der großen, von uns anzubetenden Gottheit des liebevollen Lamas, opfern. Yeah, bravo! Lang lebe das liebevolle Lama! Lang lebe der weise und liebevolle Lama, Fritz! Aber jetzt erstmal ein bisschen gute Laune-Musik zur Einstimmung! Das sollte sie ablenken. Scharf, Busch, ich komme. Ach Gott, dieses süße Plüschlama. Mein Gott, das ist ja sogar richtige Musik. Ich musste gerade mal kurz die Boxen lauter machen, damit ich das überhaupt höre. Moment, ich muss gerade die Box nochmal leiser machen. Ich muss mir das gerade nicht anhören. Das ist schon aus der Entfernung geheimnisvoll. Geheimnisse sind bestimmt nicht die Lama. Auch wenn sie mich eigentlich. Jetzt habe ich gerade gar keinen Ton mehr. Moment. Also meine Boxen sind jetzt auch nicht mehr so das Beste. Unnützes, arkanes Wissen. Danke, dass ihr dieses Hörbuch gekauft, geliehen oder zufällig in einer künstlichen Vulkanhöhle gefunden habt. Na, dann wollen wir. Die Musik ist zu laut. Kapitel 1. Nach Postleitzahlen geordnete Voodoo-Zeichen für Regen. Also, laute Regen. Kleiner als 3,20 Euro. Ich konnte das nicht mitschreiben. Kapitel 1. Alpha. Raute neben Stern. Kleiner als 3,20 Euro. Brauche ich ja vielleicht. Kapitel 2. Geheimnisse. Und wie man sie geheim hält. Geheimnisse hält man geheim, indem man sie geheim hält. Du Depp. Das Buch hat sich ja jetzt schon richtig gelohnt. Kapitel 3. Richtig predigen. Was suchen Sie sich eine hohle Götzenstatue, von der aus Sie zu den Leuten sprechen. Das schafft Eindruck, wirkt gut auf die Akustik und verschafft Ihnen Predigt den richtigen Nachdruck. Mehr dazu finden Sie in dem Buch, dass Götzenstatuen sprechen, wie andere Art des Bauchredens. Leider vergriffen. Aber Sie werden es auch so geschehen. Ich weiß ja nicht, ne? Also ich, als Spielentwickler würde ich doch wirklich darauf achten, dass die Sounds richtig abgemischt sind, dass wenn ich Dialog laufen habe, sowas hier automatisch ein bisschen leiser gemacht wird. Wäre jetzt so meine Idee, weil jetzt die sind dieselbe Lautstärke, aber die sind glaube ich ein bisschen lauter und das ist irgendwie sehr suboptimal, finde ich. Eine Voodoo-Maske. Aber irgendwie auch faszinierend. Naja, gut. Die stecke ich mal ein. Hallo, Kamikaze Kampflammer. Okay, weicht mich.
Ich habe Angst, deswegen stecke ich meine Nase in das Lama-Fell. Okay. Beim letzten Mal war da noch ein Schalter. Warum hat man den Weg? Geheimklappe. Eine ungeheime Geheimklappe. Moment, ich habe einen geheimen Geheimstoff. Später. Okay. Bernie, da bist du ja endlich. Ich wollte uns schon mit einem genialen Stunt à la She Majors befreien. Aber ohne dich klappt das halt nie. Wurde aber auch Zeit. Wo warst du denn die ganze Zeit? Hallo, Busch. Wenn du uns jetzt befreien könntest, Bernie. Ja, was weiß man schon in dieser Welt? Ich weiß, dass ich nichts weiß, hat mal ein kluger Mann gesagt. Sokrates? Ja, ich glaube auch, dass so ein Krater voller Lava nicht einfach zu überwinden ist. Bitte? Aber du könntest die Lava durch eine thermodynamische Reaktion unter Zuhilfenahme von kaltem Material, das eventuell einen flüssigen Aggregatzustand hat, kachten. Wie war nochmal der Anfang des Satzes? Wenn du uns jetzt befreien könntest, Bernie. Ach, komm schon, Bernie. Wir sind doch aller beste Freunde. Aller. Schaf, bitte hör auf. Aller. Schaf. Aller. Ist ja gut. Ich rette euch. Aber du könntest die Lava durch... Okay, wir müssen die Lava mit Wasser abkühlen. Schon verstanden. Später vielleicht. Hm. Ach du meine Güte, was ist das denn da hinten? Glyphen. Ach, ich könnte es vielleicht mit einem Regenzauber versuchen. Ich sehe es nicht richtig. Zeichen an der Wand? Ich müsste näher ran. Wie viel näher möchtest du denn noch ran? Ich sehe es nicht durch Zeichen an der Wand. Kann ich hier hinten irgendwas tun? Kann ich hier hinlaufen? Obsidian. Falls du, lieber Spieler, genauso wenig weißt, was Obsidian ist, schau doch einfach im Internet. Das ist irgendwie Lava-Gestein oder sowas. Das hast du nicht gerade gesehen. Lama-Statue. Keine Statuette? Na gut. Ich brauche Farbe. Dann male ich hier mal die Kolobien gebräuchlichen Voodoo-Zeichen für Regenmachen drauf. Das sieht aber nicht so aus. Die Obsidianplatte mit okkulten Zeichen. Ich dachte, es Raute, Regen, Stern, Stern. Ich sehe es nicht richtig. Zeichen an der Wand? Ich müsste näher ran. Meine Band. Nicht schlecht. Meine Jungs und mein Mädchen. Ich weiß nicht, ob ich das Kampflammer wirklich ansprechen soll. Ich
Hallo, liebes Kampflama. Es ist mir eine Freude, Ihre Bekanntschaft. Ich sollte mich wirklich auf meine Wange vorbereiten. Später vielleicht. Komme ich denn noch mal irgendwie raus? Lässt man mich denn noch mal raus? Nein, lässt man nicht. Gut. Yeah, unnützes Arcanes. Danke, dass Sie dieses Mal dann wollen. Sehr interessant. Hinten habe ich nichts mehr, ich habe hinten nur Glyphen. Ich sehe es nicht richtig. Zeichen an der Wand? Ich müsste näher ran. Ja, wie viel näher musst du denn da noch ran? Berndi. Hallo? Das funktioniert so nicht. Das hast du. Eine Voodoo-Maske. Fast unheimlich. Da schwitzt man fürchterlich drunter. Igitt. Ich sehe es nicht zeitlich. Ich hab nicht mehr so viele Sachen. Hallo. Hallo? Das funktioniert so. Das hast du nicht gerade mit. Ich hab noch mal Schrauben. Hallo? Oh. Nein. Das ist ein Methanmechanismus. Den hab ich zwar gesehen, wollte da drauf, aber da war ich nicht pixelgenau genug. Ja. Kann ich dafür vielleicht Schrauben? Das funktioniert so nicht. Ich glaube, das ist eine Geheimtür. Ich bin noch zu weit weg, um was sehen zu können. Ist es eine Hummel? Ist es ein... Ich glaube, das ist eine Geheimtür. Ich bin noch zu weit weg, um was sehen zu können. Ist das Spiel gerade so ein bisschen buggy, oder... Das hast du nicht gerade gut. Was heißt denn, ich bin zu weit weg? Später wieder. Die Musik nervt mich gerade etwas, muss ich gestehen. Ach, Mist. Schau die Musik an, für Glaub sich mir, kann ich Spieler. Nicht. Ich weiß nicht, was Atmo ist. Es ist so schön, sich nicht drängen zu lassen. Das hat keine Auswirkung auf die Musik. Gut. Dann kann ich es ja wieder ein bisschen hochstellen. Skatuls Dialog. Lama Fritz geht ja voll ab. Oh ja, also der Headbang bis zum Umfallen. Eine Lama-Statue. Eine schlecht kaschierte Geheimklappe. Später vielleicht. Mach das Ding doch einfach auf. Da hinten kann ich echt nichts machen. Die Schrauben da drauf machen. Ich klicke mal versehentlich die rechte Maustaste.
Nein, das ist kein sehr handliches Notizbuch. Das funktioniert so nicht. Soll ich dir wieder schauen? Das hast du nicht gerade gehört. Hallo? Das funktioniert. Das hast du nicht. Hallo? Braucht die Blüten für was? Das funktioniert so nicht. Das vermutlich das Buch. Das gehört vielleicht zum Buch. Ein Scheinwerfer. Grelles Licht zu greller Musik. Kann ich die nicht einfach umdrehen? Das hast du nicht gerade. Auch den. Noch greller zu Mist. Noch grellere Musik. Alle guten Dinge sind drei. Gilt auch für grelle Dinge.